Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dice and Fold mit dem Zauberer. Der kann Veränderungen. Verwandle einen ausgewählten Würfel in einen zufällig gefärbten Zustand. Hier kriegen wir auch unsere niedrigen Würfel los. Ich nehme mal den normalen, gewöhnlichen Gefährten. Der Bauer. Okay. So, zack. Oh. Ich würde das gleich mal ausprobieren. Einen blauen. Oh, ja. Das ist okay, weil das hilft mir doppelt. Also pro Runde. Und dann noch, wenn er gefalten wird, macht er ja auch nochmal Schaden. 4 und 2. Okay, gut. Und hier haben wir eine 6 und eine 1. Können wir nochmal gucken. Okay. Nehmen wir die. Und würfeln aber nochmal. Ja, eine 4. Genau, und kriegen da den 1 Schaden. So, 5. Perfekt, perfekt. 4 und 1. 3. 3 sind hier irgendwie am schlechtesten. Blauer Würfel. Machen wir das nochmal. Wieder ein blauer Würfel. So sinnlos. Ja, machen wir es mal so. Zack. Haben wir 6 Gold gemacht. Oh, schöne 5, eine 2. Eine 6. Einmal können wir noch. So. Dann würde ich das eigentlich gern so hier machen. Gut, gut. Ich habe eine 4. Und dann jönken wir noch das hier rein. Ich würde aber auch gern. Okay, einen roten ist auch gut. Einen orangen finde ich auch in Ordnung. Das. Ja, macht das Sinn? Die 1 nochmal hier. Okay. Ich baue mal lieber ein paar Würfel, genau für. Oh. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss da mal zusehen, dass ich den langsam ein bisschen Schaden mache. Okay, wir haben eine 5 und wir haben hier noch eine 2. Dann mache ich es lieber mal so. Wir haben noch den Bauern noch nicht verwendet. Okay. Schade. Ja, hier nehme ich die 3, weil die 2 könnte ich für seine Fähigkeit nutzen. Okay, dann mache ich jetzt mal hier den weg. Ach, hier 5. Oh, jetzt haben wir nur noch 2 Leben. Bitte rot. Jawohl. Boah. Nee, das kriegen wir nicht mehr hin. Mit dem Gold. Aber wir haben jetzt 8. Okay. Gut, der Bader, der heilt uns ein bisschen und bringt einen Gegner zum Schweigen. Hier heilen wir den noch ein bisschen. Heile den Begleiter, wenn ich eine Fähigkeit einsetze. Das mache ich doch lieben gern. So, und für Vieh. Oh. Wahrscheinlich einen roten zu würfeln.
erforderliche Silbermünzen für Goldmünzen um 1 verringert. Oder Feinde lassen keine Silbermünzen mehr fallen. Ich bekomme aber 2 zusätzliche Würfel. Ah, nee, ich glaube, ich nehme das hier. Obwohl ich auch großer Freund von dem bin. Aber jetzt müssen wir hier erstmal zusehen, dass wir hier was hinzaubern. Bin am Überlegen, ob ich die Baden einsetze. Und ah, da brauche ich 3 Würfel, da kriege ich keinen weg. Ich kann den aber stilllegen. Und ich heile mich. So, und deswegen heile ich den auch. Okay. Gut, jetzt machen wir den weg. Und so machen wir den weg. Okay, die 2, die hebe ich mir auf. Und die 6, ah, die nehme ich mal mit. Okay, eine rote 3. Ah, wir haben 2 Dreien. So, okay. 2. Eine 3 könnte ich mal hier verwenden. Beliebig. Ah, mache ich auch mal hier. Die 5. Oh, sehr gut. Das war gerade nötig. Na, muss mal. So. Upsi. So. 2 Sechsen. Oh mein Gott. Gerade. 4. So. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Och, das reicht nicht. Aber wir können ihn schlafen legen. Zum Schweigen bringen. Ja. Sehr gut. 2 beliebig und mach mal zack weg. So. Oh, das war stark. Hier eine 3 und hier eine 3. Ah, schade. Kriegen wir wieder kein Gold. Okay, erste Falt entfaltet sich wieder. Nee, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Silber entsprechend der Anzahl der Goldmünzen. Hm, nach dem Einsatz einer Begleiterfähigkeit 2 Silbermünzen nehmen wir mit. Oh Gott, und ich habe keine Würfel hier. Och, sehr gut. Die 1 war wichtig. Die 4 war wichtig. Und die rote 5 ist auch nicht uninteressant. Brauche ich so viel Zweien. Ach nein, das ist genau dazwischen. Hey, aber wir haben das. Oh Mann, der macht 4 Schaden. Das muss doch nicht sein, genau. So, was ist das? Das heben wir uns auf. 3 und 4 können wir, glaube ich, für den hier schon verwenden. Die blaue kommt auf jeden Fall da rein. Oh ja. Hier haben wir auch noch 2. 2 sind auch gut. Aber jetzt kommt auch schon der Honk. So, was haben wir hier? Auch eine Orange, ne? Ja.
Und hier würde ich lieber die. Ich mach's mal so. Ja, jetzt sehe ich meinen Fehler ein. Ich habe halt auch keine 3. Das vielleicht auf den. Wie krieg ich den weg? Eine 8 und eine 3. Eine 3. Und legen wir den erstmal schlafen. Heilen uns ein bisschen dadurch. Oh. Ja. Die 2 hier. Aber auch Gold haben, ne? Ah, da warte ich mal lieber noch ein bisschen. Okay, wir haben hier eine, die 3, die 1, die 6. 2 und 4 hätten wir noch hier. Da fehlen uns noch die 5. Gerade und ungerade haben wir hier. Können wir aber auch hier verwenden. Keine 5, keine 5. Zack, legen den schlafen. 2 und 4 haben wir jetzt so. Haben die 5, wir haben die 5. Gut. Okay. Oh, sehr geil. 30 Gold, alle zukünftigen Feinde werden Elite. Ah, vielleicht jetzt doch nicht. Ah, mit 30 Gold. Oh, das ist ja auch. Oh, das ist auch interessant. Ich würde auf jeden Fall die beiden nehmen. Jetzt die Frage: Begleiterfähigkeit? Nee. Ist mir gerade doppelt zu risky. Das reicht erstmal. Shit, ey. Der fucking Dämon. Was? Ich brauche einen Orangenen. Ja, danke. Oh, danke schön. Danke schön. Ich habe keinen Würfel kleiner 3. Die 6 und die 4 hätte ich. Den Barden kann ich halt auch nicht so einsetzen. Mach ich mal so. Ah, cool. Machen wir es mal. Leg mal den schlafen. Ja, doch, ist in Ordnung. Die Einsen können wir aber auch hier einsetzen. So. Und die roten Würfel. Da. Ah, der spawnt ja noch einen Feuerball. Deswegen sollte ich das nicht zu spät machen. 4 ist beliebig, habe ich gehört. Oh, cool. Na gut, dann jetzt. Chaka. Doppelt und kann ich alles nicht. So. Oh, doppelt 6. Ich brauche die 6 hier. Shit, ich habe den doppelt gar nicht gemacht. Das war ja richtig dumm. Okay. Zum Glück 2 Zweien. 6 und hier mache ich mal die 5 rein.
Weil die 1. Wollte ich eigentlich da. Gut. Fähigkeit einsetzen. Verursacht 2 Schaden. Ja, ist trotzdem besser als das. Ja, machen wir die weg. Wenn ich nur einen ungefalteten Feind habe, kriege ich plus 1 Würfel. Der Dungeonmeister erscheint einen Zug später. Ist auch gut. Das hätten wir nie geschafft mit den ganzen Elite-Monstern. Das ist ja jetzt schon wieder Kacke. Ich habe halt wieder keine 1. Oder eine 6. Ah, toll. Okay. War schön, Bade. Oh. Oh. Okay. Da weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt. Die überlebt. Oh. Elf, da haben wir die 11. Ja, doch. Boah, die anderen, die finde ich aber auch alle nicht so geil. Herr Bade ist schon cool. Und Amboss, beim Kauf gibt dein Helden ein Schildslot? Okay. Ah, wenn das Girl nur Heldenfähigkeit aktiv, wenn ich das fertig habe. Ich habe ja gar kein Gold. Immer wenn du einen feindlichen. Genau, schließt Würfel denselben. Selben Würfel nochmal. Der ist halt richtig gut. Das lohnt sich gar nicht. Oder? Naja. Ist ja eine gute Fähigkeit, also. Ah, die Frage ist, ob ich das irgendwann nochmal hinkriege. Okay, wir brauchen 5. 5, 4, 3. Ich könnte den wegmachen oder den. Machen wir den weg. Oh, sehr gut. Den da. Okay, okay, okay. Gut. Nochmal. Da haben wir die 6 und... Eine 6 und eine 2 und eine 1. Vielleicht wäre die 6 für den Würfelslot auch gut. Ich mach mal die Heldenfähigkeit. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Oh, hier. Aber da will ich jetzt die... da will ich die 6 hier nicht für verwenden. Ach, shit. Jetzt ist eh schon wieder eingesetzt. Einsatzfähig gewesen. Nehme ich die 6 hier rein. Die
Jetzt da, da. Die 4 ist beliebig. So. Und eine 5. Ja. So. Die Heldenfähigkeit auf den. Okay, noch eine 6. Oh, noch die 5. Oh, super. Okay. Ja, wenn wir das ein bisschen einsetzen, ist das schon hilfreich. Jetzt brauche ich auch noch so viele Sechsen. Ich schicke auf jeden Fall den schlafen mit seinen 9. Ah, der braucht aber auch... Den kann ich so wegmachen. Den schwäche ich, oder? Ich mach's jetzt mal so. Oder ich schwäche beide. Oder ich mach einen weg. Nee, geht ja gar nicht mehr. So. Okay, da brauche ich auch noch 15. Nehme ich mal hier die 1. Ah, die hebe ich mal auf. So. Perfekt. So. Hier, zack. So. Okay. So. Okay. So machen. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt 9 Schaden bekommen. Ich habe keine 2, ich habe keinen. Oh. Ich habe einen roten Würfel, okay. Oder ich mache den weg. Ja, aber so. Ah, 12 Gold, das ist sehr gut. Beide heilen. Vorverstehen wir einen zufälligen Slot am Anfang des Kampfes und wenn der Begleiter Schaden nimmt, heile den Helden. Ach, endlich. Okay, ich glaube, wir sind jetzt so langsam wieder auf einem guten Pfad. Hier. Doof. Bei, ist der auch wieder da und ich habe keinen Doppel. Den krieg ich weg. Ich habe auch keine 2. Oh. Ich habe auch keinen unter 2. Den krieg ich auch nicht weg. Kann zumindest mal das hier machen und dann kriege ich einfach mal ultra viel Schaden. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein Double gewesen, aber wir können es auch so machen. Mindestens 4. Ist okay. Und Heldenfähigkeit. Genau. So habe ich mir das gedacht. Jetzt legen wir nochmal schlafen. Eine 2 und eine 4 haben wir noch. Gut.
kann ich die heilen. Dann wende ich das auf die 6 an. Oh, orange, gut. Ich würfel nochmal. Ich will noch eine 2. Gut. Ach, sonst nur hohe, ne? Unmöglich. Noch ein Orange, ne? Okay. Ja, sonst kann ich mit den hohen jetzt nichts anfangen. Jetzt könnte ich was mit den hohen anfangen. Okay, ich hätte hier eine 1 für... Nee, das liegt nochmal so. So. Ja, dann mach ich den weg. So. Den so und den schwäche ich. Jo. So, und jetzt mal gucken. Oh, sehr gut. Ich glaube... Das mache ich mal so. Die 2 kann ich mal aufheben. Der wartet ja noch netterweise ein bisschen. Super. 4 und 3. Die 3 hier, die 2 hier. Super, viele 2en. Das sieht doch jetzt mal nett aus. So, Einsatz der Fähigkeit und so und coole Heilung. Jawohl, und dann können wir es gleich nochmal einsetzen. 6, 2, 1 und beliebig. Beliebig, liebig. Och, 10 Heilung. Heftig. Na, schade. Die 6 hier drauf. Okay. Ja, die 6, die Fähigkeit. Machen wir nochmal aktiv. So, und nehmen eine 4 mit. Schließe einen identischen, exakten Slot ab, sobald der erste gefüllt ist. Einmal pro Runde. Finde ich sehr geil. Wir haben noch 5 Gold. Wenn du eine 6 oder mehr Schaden durch einen Angriff erleidest, würfle einen roten Würfel. Cool. Und wenn du eine Fertigkeit verwendest, erhalte mit 10%iger Wahrscheinlichkeit Chance einen goldenen Würfel. Nein. Halt 8. Reicht ja so. 3 kleiner als... Also erstmal... So. Ja. Oder so. Ja. Und dann 9. Das sind 9. Super. 4. Ey, so viel 2 und 1, das ist ja Hammer. Zack, zack. Zack. Ja, obwohl ich hätte ich auch aufheben. Ja gut, da hätte ich aber, wüsste ich nicht, mit was ich sonst die 2 machen soll. So, so. 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 Haben wir schon für die nächste Runde wieder fertig. Oh. Ja. Ah,
die 5, die ist da auch ganz gut aufgehoben. So, 3. Mist, jetzt habe ich keine 2. Kann ich hier vielleicht eine blaue? Ja, okay. Ja, passt. So, ich muss mich jetzt aber mal ein bisschen sputen auch. Hier. 8, 4, 5. Oh, das geht ja so perfekt auf. Und den. So, aber ich würde auch gerne noch mein Goldwürfelset vervollständigen. Ich habe auch noch einen. Oh Gott, so viele Einsen. Nee, das. Ah, gut, 5. Ah, das. Da hätte ein 4er gereicht. Ja, das ist okay so. Okay, ich könnte nochmal. Aber nö, den hebe ich mir lieber auf. Ich mache hier die 3 rein. Ja, toll. Wieso müssen das gerade ausgerechnet orange sein? Genau, ich hätte lieber ein paar rote oder auch blaue wären auch gut. Hm, toll. Aber ich setze eine Fähigkeit ein. Das heißt, ich heile mich, oder? Ja. Ey, jetzt gib mir doch mal einen roten, na gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe die 3, aber... Ach cool, ja, der Slot ist fertig geworden durch das Goblin-Auge und der Slot durch diese, durch das andere. So... Also die 3 könnte ich schon mal hier drin versenken. Das, ich habe ziemlich hohe Würfel, das ist gut. Den würde ich mal... So. Das könnte ich hier machen. Und die würde ich so wegkriegen. So. Jetzt brauche ich noch 2x9. So. Ah, sehr gut. Oh, das hätte ich... Ah, das ist kein Exakt-Slot. So. Jetzt habe ich auch keine Exakt-Slots mehr. Die 2 sind die einzigen. 2 einzigen. Den hebe ich mal auf. So. Das haben wir wieder for free. 5. Roter Würfel. Eine rote 6. Ja. So, die 4 ist beliebig. Und ach nö. Den einen Schaden kann ich ruhig mal nehmen. Ich behalte die 1, obwohl eine 2 cooler wäre. Zwielichtige Händler, ihr leitet Schaden in Höhe der Anzahl der Gegenstände, die ihr besitzt. Oh nein. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich muss hier meine ganzen 6 drin versenken. Die hat uns eben schon das Genick gebrochen. Und achso, okay, 3, 2 und 1. Puh. Okay, letzter Laden. Jawohl.
Held bekommt weniger Schaden und 10% mehr höhere Wahrscheinlichkeit, einen roten Würfel zu würfeln. Obwohl ich die jetzt gar nicht mehr brauche, so richtig, die roten. So. Ach, den kann ich ja jetzt auch schön, gemütlich jede Runde ärgern. Ja, ich baller hier einfach alles rein. 3. Ja, die 1 war ein bisschen doof, aber egal. Oh. Das ist okay. Das können wir mal machen. So, und die 3 für beliebig, das ist gut. So. Haben wir Hälfte schon mal geschafft von dem. Oh, super. Einmal for free. Da sage ich nicht nie. Hier haben wir auch eine 4. Und die Fähigkeit nicht vergessen einzusetzen. Zack. Denn dann heilen wir uns noch ein bisschen, was sehr wichtig ist. So. Der entfaltet sich ja eh gleich als antiker Held. Zack. Genau. 3 hier. Oh. Hä? Okay. Den konnte ich trotzdem, obwohl der nicht markiert war. Cool. Weiß nicht, ob das gewollt ist. So, jetzt ist er markiert. Also, oh super. Einmal for free, bitte. So. Ja, also der Barde macht das hier auch einfach im Alleingang, ne? Oh, so viele Zweien auch. Da kann ich die jetzt auch ruhig mal hier verwenden. Ne, das reicht noch nicht. Hat er irgendwann mal was gemacht, außer sich, also er ist sehr gut im Rumdrehen. So. Aber ansonsten, ihr Held ist während der ersten 10 Züge geschützt. Okay. Die ersten 10 Züge, krass. Cool. Okay. Das war der Baden-Run. Mit dem Verzauberer als Supporter. Ja. Und in der nächsten Folge sehen wir dann mal uns den Gelehrten an, was der so kann. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.